Es herrschte ein reger Schiffsbetrieb auf dem Skagerrak. Ich war auf meinem Weg von Schweden nach Dänemark und kreuzte die Routen der Berufsschifffahrt. Mein AIS half mir bei der Analyse der verwickelten Situation, um Kollisionen zu vermeiden. . 2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Widerwind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Skihallen. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segel. Erlebe die Strandung der Widerwind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Skihallen. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Die Reise der Widerwind hatte mich bis hoch in den Norden an die norwegische Grenze gebracht. Aber nun war es Zeit umzukehren und wieder Richtung Süden zu segeln. Wie üblich waren die schwedischen Häfen mit Grillstationen ausgerüstet, doch ich bekam Hunger. Aber zuvor musste ich noch mein Schlauchboot wieder zusammenlegen, um für die Überfahrt von Skärhem nach Skagen gerüstet zu sein. Und dann beschloss ich, zum Ausklang des Schwedenurlaubs einmal richtig schick essen zu gehen. Ich fand ein feines Restaurant direkt am Hafen und bestellte mir Fisch. Er schmeckte köstlich, wenngleich auch die Portion für 30 Euro doch etwas mickerig ausgefallen war. Egal, ich genoss den Abend. Ich hatte eine längere Distanz über Skagerrak zu bewältigen und darum hieß es zeitig aufzustehen und loszufahren. Der Wetterbericht war günstig. So, bye bye Schweden. Das war's für dieses Jahr. Acht Uhr morgens, ich verlasse Skärhamn. Kurs Skagen liegt an. Ich hoffe mal, ich kann das so halten. Der Wind kommt aus West, eigentlich genau die Richtung, in die ich hin muss. Ich werde mal schauen, ob ich da ein paar Kreuzschläge einlegen muss. Aber eventuell dreht der Wind zwischendurch auch noch ein bisschen. Und Strömung herrscht hier ja auch noch. Also ich lasse mich einfach mal überraschen, welche Richtung es geht. Schweden ist jetzt vorbei, es war wunderschön. Nun kommt Dänemark und es wird genauso schön. Schnell ließ ich die schwedische Westküste mit den wunderschönen Skären in meinem Kielwasser zurück. Querab konnte ich noch Marstrand mit der mächtigen Festung Karlstens sehen. Hell leuchteten die weißen Segel im Sonnenlicht. Mein Herz hüpfte. Und auch die Widerwind hüpfte förmlich und flog Richtung Westen und schnitt ihren Weg durch die Wellen. Ich war begeistert. So hatte ich mir die Überfahrt über Skagerrak nicht vorgestellt. Das war ja genial. Schnell war die dänisch-schwedische Grenze erreicht. Die Zeit verging wie im Fluge. Am Horizont erschienen die ersten größeren Schiffe und es hieß Ausguck halten. Was war das? Bis zum Horizont zog sich eine weiße Linie von kleinen Schaumkronen. Es konnten aber keine Wellen von irgendeinem vorbeifahrenden Motorschiff gewesen sein. Ich konnte mir das nicht erklären. Eine Windböe war es auch nicht. Die Wettersituation war dazu nicht geeignet. Die Widerwind wurde immer langsamer, als würde sie durch Honig fahren. Ich war zunächst total verwirrt und beobachtete das Geschehen.
Das ist ja das Tolle, wenn man das Segeln, so wie ich, erst seit 5 Jahren neu entdeckt. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich erlebte zum ersten Mal, was passiert, wenn zwei Meeresströmungen aufeinandertreffen. Ich habe jetzt den Tiefwasserweg erreicht, wo all die Schiffe, die nicht durch den Nord-Ostsee-Kanal hindurch wollen und um Skagen herumfahren müssen, den sie dann nehmen. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen und habe auch mein AIS eingeschaltet, sodass es mich warnt, wenn irgendwie ein Schiff mir zu nahe kommt. Ich habe ja eben gerade diese lustigen Wirbel beobachtet und tatsächlich hat das darauf mit auch eine Bewandtnis. Auf der einen Seite hier im Skagerrak herrscht auslaufender Strom von der Ostsee und auf der anderen Seite Richtung Skagen, wo ich mich jetzt drauf zubewege, kommt ein laufender Strom aus dem Skagerrak und die Wirbel waren wohl das, wo sich diese beiden Meeresströmungen getroffen haben. Ja, und die Quintessenz der ganzen Geschichte ist, ich mache jetzt Fahrt durchs Wasser 5,5 Knoten nach wie vor. Ich komme aber nur noch mit 2 Knoten voran, weil ich jetzt 3 Knoten Strömung gegen an habe. Na gut, dann komme ich halt später ins Skagen an. Soll mir auch recht sein. Hauptsache, mir kommt jetzt kein weiteres Schiff in die Quere. Vor Skagen kreuzten immer mehr Schiffe meinen Weg und ich musste höllisch aufpassen. Ich segel die Biedewind ja eher traditionell, ohne großen grafischen Plotter an meiner Pinne. Dennoch freute ich mich über mein neues Funkgerät mit AIS und ich konnte einen Kollisionsalarm einstellen und wurde rechtzeitig gewarnt, wenn Schiffe meinen Weg kreuzten. Auf dem kleinen rudimentären Display konnte man nicht allzu viel ablesen, aber es reichte für meine Zwecke. Vor Skagen wurde die Anzahl an Schiffen nahezu verwirrend. Einige kamen von links, andere von rechts, andere von Achtern. Und es dauerte eine Weile, bis ich auf dem AIS erkannte, dass ein Großteil der Schiffe vor Skagen auf Rede, das heißt vor Anker lag. Wegen des entgegenlaufenden Stroms hatte sich die Anfahrt etwas verzögert und ich erreichte gegen 16 Uhr Skagen. Von außen sah die Kulisse ja recht hässlich wie ein Industriehafen aus. Aber hinterher war es innen drinne im Hafen dann doch ganz interessant und auch das Stadtbild hatte mir gefallen. In den Sommermonaten wird in Skagen ein Schiffsbecken für die Sportschifffahrt freigegeben. Es werden Schwimmpontons ausgebracht und die Boote können mit Heck- oder Buganker an ihnen festmachen. Nach dem Anlegen ging ich erstmal in die Stadt, kaufte ein und na klar, es wurde ordentlich gekocht. Im Hafen selber ging es recht quirlig zu. Ähnlich wie in Strömstadt, es gab viele Kneipen, Live-Musik und allerlei zu schauen. Die Berufsschifffahrt scherte sich teilweise recht wenig um die anwesenden Segler, die ja mitten im Hafenbecken lagen, vor Bug oder Heckanker. Es gab reichlich Wellenschlag und Ärger. Zu lange sollte man allerdings in Skagen nicht Party machen.
denn früh am nächsten Morgen wird man von der Werft geweckt. Das Hämmern der Bootsbauer ist nicht zu überhören. Dementsprechend frühzeitig machte ich mich auf den Weg in den nahegelegenen Hafen Söbi. Ich segelte vorbei an einer nicht enden wollenden Armada von Schiffen, die vor Skagen auf Rede lagen. Der Wind ist eingeschlafen und so tuckere ich jetzt ganz gemütlich von Skagen in den Hafen Söbi, den ich vielleicht so in 2-3 Stunden erreichen werde. An der Untiefentonne ist deutlich zu erkennen, dass reichlich Strom gegen anherrschte, weshalb ich auch nur 3 Knoten Fahrt über Grund machen konnte. Toll, der Wind hat nochmal auf gigantische 2 Windstärken auf Ost aufgefrischt. Immerhin so viel, dass es sich lohnt, wieder Segel zu setzen. Ist doch allemal besser, als rund um Diesel zu laufen. Ja, ich bin jetzt gerade an der Insel Hirsholm vorbei. Setze jetzt Kurs auf Söbi. Söbi erwies sich als kleiner, aber feiner, unspektakulärer Hafen. Ich würde mal sagen, familien- und rentnertauglich. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Ich bin aus dem kleinen Hafenstädtchen Söbi gestartet. Es geht jetzt Richtung Süden. In 5 Tagen will ich mich da mit Hilde und Rosita in Aarhus treffen. Tja, wie ich vermutet hatte, der Wind hat weiter auf Süd gedreht, hat ein bisschen aufgefrischt, ist dunkler geworden und kälter. Ja, und von den 20 versegelten Meilen, die ich bis jetzt hinter mir habe, habe ich mal gerade 12 Meilen geschafft Richtung Bonnerup. Ich kreuze jetzt hier vom Limfjord-Eingang auf und ab und versuche ein bisschen Strecke Richtung Ziel zu machen. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Falls es gar nicht klappt, gehe ich irgendwie in einen kleinen Hafen zwischendurch. Dem Nichtsegler mag sich vielleicht die Frage stellen, was ist eigentlich so schlimm daran, dass man aufkreuzen muss? Und was hat es damit auf sich, dass ich sage, ich will Richtung Süden segeln und der Wind kommt aus Süden? Und dazu muss man erstmal wissen, ein Segelboot kann nicht direkt gegen den Wind segeln. Der Wind muss immer irgendwie seitlich oder von hinten einfallen, damit er günstig in den Segeln steht und das Boot Vortrieb hat. Kommt der Wind also direkt von vorne, muss ich zickzack fahren in Richtung auf mein Ziel zu. Bedingt dadurch wird die Strecke, die ich versegeln muss, länger. Beim Boot wie der Biedewind, die nun nicht gerade ein Racer ist, kann man sagen, ungefähr ein Faktor 1,5 wird die Strecke länger. Und damit natürlich auch die Fahrzeit. Sprich, heute hatte ich vor, ungefähr 40 Seemeilen zu segeln. Das war der Weg zu meinem Ziel. Ja, jetzt muss ich ungefähr 60 Seemeilen segeln, um das Ziel kreuzend zu erreichen. Ich hatte geplant 8 Stunden Fahrzeit. Kommt nochmal die Hälfte drauf, also 12 Stunden Fahrzeit. Klar, kann man sagen, Kreuzen bringt doch Spaß, gehört zu jeder Regatta. Aber beim Fahrtensegler ist das so. Er möchte auch gerne in vernünftiger Zeit irgendwo ankommen. Ich habe es immer gerne so spätestens gegen 17 Uhr im Hafen zu sein, damit man eventuell noch was einkaufen kann. Und auf jeden Fall muss man ja noch das Boot klar machen. Und dann will ich mir was zu essen kochen. Tja, so ist das mit dem Kreuzen. Bonnerup habe ich mir abgeschminkt, da komme ich sowieso vor Mitternacht nicht an. Also
far out of reach. Das andere Ziel, was ich hatte, Österhorup, da komme ich aber auch erst gegen 21 Uhr an und kann mich dumm und dämlich kreuzen, weil der Wind dreht dauernd immer wieder gegen an und Strömung ist hier auch noch. Ja, nun mache ich als letztes Ziel den kleinen Ort Hau oder wie auch immer man den ausspricht. Der ist jetzt nur noch 6-7 Seemeilen weg. Dies Wochenende gingen die dänischen Sommerferien zu Ende. Die Saison war vorbei, das war deutlich zu merken. Die Häfen waren quasi leer. Hau war ein kleiner süßer Hafen für Menschen, die einfach nur entspannen und ihre Ruhe haben wollten. Hier kam sogar die Hafenmeisterin und nahm einem die Leinen entgegen, um das Boot festzumachen. Das Wetter war kühler geworden, dagegen hilft ein heißer Grog und gegen allzu viele Stille im Hafen, Gitarre spielen und Gesang. Morgens 7 Uhr. Ich habe den kleinen süßen Fischerort Ho verlassen. Ist immer die gleiche Sache. Stress entsteht beim Segeln immer dann, wenn man irgendwie einen Termin hat an einem Ziel, was nicht günstig zum Wind liegt. Nun ja, wir schauen mal, wie wir das Beste draus machen und ob ich es schaffe, noch rechtzeitig in Aarhus anzukommen. Jetzt begrüße ich erstmal den neuen Tag. Die Sonne lässt sich nur sehr verhalten blicken. Zum Nachmittag ist auch schon wieder irgendwie Regen angesagt. Ja, ich schaue einfach mal, was der Tag so bringt. Zum Nymfjord passiert, bin am Leichtfeuer Halsbari vorbei und habe dann beschlossen, Segel zu setzen. Der Wind weht jetzt so mit 2 bis 3 Windstärken aus Süd. Mit vollen Segeln kann ich so Kurs Südost gerade so anlegen, schaffe dann 4,5 Knoten. Das ist ein klein bisschen weniger wie unter Maschine, aber doch allemal besser. Und ich probiere jetzt, mich ein bisschen weiter Richtung Süden vorwärts zu kämpfen. Wenn ich den Hafen Grenö anlaufe, was ich eigentlich ja nicht vorhatte, weil ich ihn so hässlich fand, sollte das mit diesem Kurs ganz gut gelingen. Ich hoffe, dass der Wind dann jetzt auch so bleibt und ich die Geschwindigkeit beibehalten kann. Dann bin ich vielleicht in 8 Stunden dort und habe von dort aus eine gute Ausgangslage morgen, um weiter Richtung Aarhus zu kommen. Naja, fingers crossed, hoffen wir das Beste. Man wird sehen, was für ein Gesicht ich dann heute Abend mache und wie es ausgegangen ist. Tja, wie vermutet, die Freude mit dem Wind hielt nicht lange an. Er drehte, schwächelte und hustete. Kurz und gut, ich laufe schon wieder seit 2 Stunden unter Motor. Hat aber auch den Vorteil, spätestens in 3 Stunden bin ich in Grenö, habe meine Ruhe und Feierabend für heute. Wie einem das Wetter doch mitspielen kann. Nun bin ich schon unter Maschine bis kurz vor Grenö gelaufen und da frischt das auf einmal doch noch richtig auf. Vorher war fast Flaute, 1 bis 2 Windstärken. Jetzt auf einmal habe ich locker 4 bis 5, aber wirklich voll gegen an, dass es hier nur so spritzt. Und die arme Maschine der Biedewind mit ihren 10 PS kommt überhaupt nicht mehr gegen an.
kurz vor der Hafeneinfahrt. Will jetzt gleich einlaufen. Das Segel musste ich jetzt auch einholen, weil hier kann ich nicht mehr rumkreuzen. Aber ist schon mühselig mit meiner 10 PS Maschine. Ich schaffe mal gerade noch so 2,5 Knoten über Grund. Hab 2 Knoten Strom gegen an und natürlich immer noch die 20 Knoten Wind. Harte Nummer. Das hatte ich nicht gebraucht auf den letzten 5 Seemeilen kurz vorm Einlaufen. Eigentlich wollte ich schon seit 1,5 Stunden da sein. Vorher war die ganze Zeit Flaute. Puh, ich glaube, ich habe mir einen Anleger verdient. 2 Stunden vor René aufgekreuzt mit 22 Knoten Wind. Das langte. René war sicher erreicht und ich war erleichtert. Aber wenn ich glaubte, die Schlechtwetterphase sei zu Ende, hatte ich mich getäuscht. Es fing gerade erst an mit Starkwind und Regen. Und wenn dich das dann auch interessiert, wie die Reise nun weitergeht, dann solltest du mir ein Like schenken und meinen Kanal abonnieren und gespannt sein auf die weiteren Abenteuer der Biedewind.